Hey Leute, hier sind wir mal wieder bei einer kleinen Runde Warsunner. Wundert euch nicht, dass ich blau bin. Ich habe gerade eben auch schon das Lorraine-Video, das dürfte jetzt eine Woche vorher schon online gekommen sein, gedreht. Ich habe versucht, wieder mal französische Arty zu spielen. Wundert euch nicht, dass die Mannschaft nicht so weit ist, da ich die Mannschaft einfach meine IS-3 drin gelassen habe, weil ich diese, ja, auch mehr nutze eigentlich als den T10. Und wundert euch auch nicht, er ist noch nicht voll ausgebaut. Fehlt noch ein bisschen was, aber ich denke mal, das wird noch folgen. Dann auch noch ein Video, wenn er voll ausgebaut ist. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten gleich ins Gefecht. Mein T10 an sich fährt er sich richtig gut. Ich würde sagen, vom Fahrverhalten her so wie eine IS-3. Also für mich geführt und ich komme eigentlich relativ gut mit diesem Fahrverhalten klar. Ist jetzt nicht gerade das Idealgefecht hier, aber ich hoffe, dass ich trotzdem gut fahren kann hier und euch etwas bieten kann. Und euch auch mal zeigen kann, wie der T10 so performt. Und jo. Was kann man weiter dazu sagen? Die Kanone ist von der IS-3. Ja, sonst vom Fahrverhalten her, wie gesagt, ist er wie ein IS-3. Ich werde mal sehen, dass ich mich jetzt hier irgendwo an 10er ranbinden kann, den einfach gut unterstützen kann. Und ja, vielleicht auch den ein oder anderen Treffer landen kann. Ich habe gerade eben schon ein paar Versuche gehabt mit ein paar Runden. Heute ist nicht gerade der beste Tag, um World of Tanks zu spielen. Also von mir gefühlt nicht der beste Tag, aber ich fand einfach den Moment gut, mal ein paar Aufnahmen wieder zu machen. Und ja, ich dachte mir, ich versuche euch mal ein bisschen nahezulegen, was so Gutes an diesen Panzern ist. Ja, da kriegen wir natürlich gleich schön ein paar Zehner hier hingeklatscht. Und ich sehe schon, das wird ein hartes Turmeschießen heute. Die 100 zeigt schön die Seite. Ja gut, wir kommen auch nicht durch. Da wir ja auch noch nicht die große Kanone haben, ist bei uns natürlich auch nicht mit so viel Feuerkraft zu rechnen. Allerdings den ein oder anderen Schuss, den kriegen wir doch vielleicht noch unter. Ah, da kommen sie natürlich von hinten angekrochen. Jawohl, wieder abgebreitet noch ein Schuss. Mal sehen, vielleicht kriegen wir doch ein bisschen was zusammen. Ihr seht schon, er ist eigentlich wie die IS-3 ein harter Brocken. Aber er hält natürlich auch nicht jeden Schuss stand hier. Und ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt vielleicht sogar in den kurzen Teil hier mal sehen, was, ouch, der T10 vielleicht so für ein guter Panzer ist. Und ja, ihr habt nicht allzu ein schlechtes Bild von ihm bekommen. Ist natürlich jetzt doof. Wir haben ein Team, was komplett als Heavy-Übermacht hier ist. Und ja, da überrennen sie uns natürlich klar hier oben auf der Heavy-Linie. Aber trotzdem wollte ich euch gerne mal zeigen, was der T10 halt eben so ein bisschen leisten kann. Ich denke mal, es ist nicht allzu schlecht jetzt für so einen kurzen Moment auf dem Feld seine 1158 Schaden und seine 2380 Block Damage. Er ist ein harter Brocken, wenn man entgegen hat, aber man sollte sich halt eben nicht mit Tier 10er anlegen. Es ist halt eben, da merkt man schon, dass es dann doch nur ein Tier 9er ist. Weil er kann einfach nicht, also 1 gegen 1 gegen ein Tier 10er ist er nicht so gut, wenn er wie, wenn man jetzt einfach 1 gegen 1 gegen 9er.
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Auswertung. So, hier wären wir auch schon. Ja, hier können wir uns einfach mal angucken, was wir jetzt so gerissen haben. War ja nicht allzu viel. Aber wir haben natürlich ein bisschen Damage geblockt und haben auch ein klein wenig ausgeteilt. Von der Teamwertung her sind wir Mittelfeld. Und von den Erfahrungen her sind wir sogar oberes Mittelfeld. Von daher denke ich mal, war man nicht allzu schlecht. Wir haben ein paar Schüsse getroffen. Die, die mal getroffen haben, haben leider nur 3 Schaden gemacht. Wir hatten ja auch 10er als Gegner. Von der Reparaturkosten her und von der Munitionskosten ist daher so teuer, dass ich Gold geschossen hatte. Und Reparaturkosten kostet dann natürlich auch ein bisschen was. Daher sind wir dann ins Minus gerutscht, aber ist ja auch nicht so sehr schlimm. Also im Großen und Ganzen, ich finde den T10 ist ein schöner Panzer. Man kann super mit ihm fahren. Und ich freue mich schon drauf, wenn er dann endlich mal die große Kanone hat und wenn man dann mal richtig loslegen kann. Damit will ich mich dann bedanken, dass ihr zugeschaut habt und damit Ade Roche.